So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben 15 Card Collector Booster, Zendikar Rising. Ja, gucken wir uns mal an, was wir da drin haben. Zendikar Rising für mich ein sehr, sehr schönes Set, aber super undervalued. Und hier kann man eben sehr coole Karten drin haben mit den Expeditions. Und dementsprechend habe ich da jetzt Hoffnung drauf, dass wir eine Expedition ziehen. Das wäre natürlich jetzt Hammer. Wir haben erstmal den Expedition Healer, eine Expeditionshealer. 2 Mana 2-2 Wachsamkeit und hat Lifelink, solange man einen anderen Cleriker kontrolliert. Stimmt, hier war ja die Fähigkeit, die in D&D auch nochmal, ja, egal. Torment Voice, 2 Mana, man wirft eine Karte ab und zieht 2 Karten. Reclaim the Wastes, 1 Mana mit Kicker, oh mein Gott, ist die faded. Mit Kicker 3, man durchsucht sein Deck nach einem Standardland, zeigt sie auf dem Vorhand, nimmt sie auf die Hand, es sei denn, wurde gekickert, dann nimmt man 2 auf die Hand, boah, ist das bad. Oblivion Hunger heißt das Artwork. 2 Mana Instant, eine Kreatur wird unzerstörbar zum Ende des Zuges und man zieht eine Karte, wenn die Kreatur eine +1/+1 Marke drauf hatte. Oh Gott, Krotak Bugcatcher. 2 Mana 1/2 Trampel und wenn er angreift, kriegt er +1/+0 für jede Kreatur in eurer Party. Das ist selber ein Warrior. Goblin Warrior. Basecap. Kommt getapptes Spiel, tappen für ein farbloses oder man macht einen Mana beliebiger Farbe, aber man kann das nur für Cleric, Warrior, Rogues und Wizards benutzen. Warum? Wizards, obwohl die nicht zur Party, doch Wizards gehören zur Party, stimmt. Was gehört denn? Was fehlte denn bei der Party? Druide? Ich weiß es nicht. Ring Crab in Foil, 1 Mana 0-3 Landfall und jeder Gegner muss 3 Karten melden. Dann haben wir eine Insel. Wunderschön. Oh Gott. Throne of Makindi, das war so die absolut crappigste Rare. Tappen für ein farbloses, 1 Mana tappen, legen Charge Counter drauf, tappen, Charge Counter runternehmen und 2 Mana bekommen, kann man aber nur zum Kickern benutzen. Richtig Kackkarte. Wow, ist das euer Ernst? Uff. Makindi Ox, 5 Mana 4-4, Landfall und eine Kreatur vom Gegner wird getappt. Ich bin sehr demotiviert gerade. Territorial Skythecat, 3 Mana 2-1 Trampel, Landfall, der kriegt +1/+1 Marke. Pylarf World Sculpture, 6 Mana 5-5. Und wenn der Spieler kommt, kriegen wir eine 0-1 Pflanze für das Standardland, was wir kontrollieren. Mit Landfall legen wir eine +1/+1 Marke auf. 4 +1/+1 Marken auf eine Pflanze, die wir kontrollieren. Ring Crab in Alternativ Artwork Foil. Und nochmal derselbe. What the fuck? Wir haben 3-mal dieselbe Karte gezogen. Und dabei war 2-mal dieses scheiß Throne-Ding. Ich dachte, ich ende das hier cool, aber irgendwie war das nicht so cool. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Alexit. Ciao, ciao.